Ich glaube, für mich in der Arbeit, in der Regiearbeit, es ist immer wichtig, einen Freiraum zu geben für die künstlerische Fantasie jedes Einzelnen, für die künstlerische Eigenverantwortung von jedem, dass das ein, wie Sergio sagt, ein offener Prozess ist. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ich konnte nie arbeiten unter Druck. Da ist nie etwas Besonderes entstanden oder unter Angst. Und deswegen versuchen wir auch in der Arbeit einen möglichst angstfreien Raum zu schaffen, um der Fantasie jedes Einzelnen Raum zu geben. Donc nous n'avons pas le besoin de savoir d'avoir en avance toutes les réponses aux questions, mais c'est vraiment que nous découvrons ensemble un monde inconnu. Et c'est au cours des répétitions que nous expérions et trouvons les coordinates esthétiques. Donc c'est un procès ouvert. Quand nous commençons, nous ne savons pas exactement où nous arriverons. Le Stück ist so verrückt, so irrational. Und die Geschichte lässt sich einerseits einfach erzählen, aber andererseits geht es um viel, viel, um Dinge, die sehr viel eben verrückter, irrationaler sind. Und es wird oft so getan, als ob dieses Stück ein ganz normales Stück sei, mit einem Anfang, einer Mitte, einem Ende. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das Stück verstanden habe. Ich habe es auch jetzt noch nicht so ganz verstanden. Ich habe immer wieder Fragen daran. Und das hat ganz viel mit der Entstehungsgeschichte zu tun. Es stammt von 1821, aus der Zeit der Romantik. Und das Abgründige, eben das Irrationale, das Nicht-Erklärbare in diesem Werk, das wurde viel zu oft hingebogen, als dass man es verstehen kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Rätsel, die dieses Stück aufgibt, als Rätsel belässt. Das kann ich nur allgemein dazu sagen. Jetzt darfst du trotzdem die Geschichte erzählen. Ja, die Geschichte, es geht um einen jungen Mann, der bisher eigentlich immer der Gewinner war, der Sieger war, ein Champion im Schießsport, von den Frauen umschwärmt. Und er soll jetzt seine geliebte Agathe heiraten, die ist Försters Tochter. Und es gibt ein Ritual, dem er sich unterziehen muss. Er muss nämlich einen Probeschuss abgeben. Aber seit dem Tag, an dem der Hochzeitstag und die dazugehörige Schießprüfung festgesetzt worden sind, geht alles schief. Er schießt immer daneben. Und der Stress wächst natürlich, je näher dieser Hochzeitstag kommt und die Oper beginnt am Vorabend dieses geplanten Probeschusses mit anschließender Hochzeit, wenn alles gut geht. Aber Max spürt, dass es nicht gut gehen kann. Und er wird gedemütigt, er wird ausgelacht, kein Mensch, niemand glaubt mehr daran, dass er das überhaupt schaffen wird. Aber natürlich wissen wir auch da, es gibt immer Kollateralschäden, also diese Technik ist sehr störanfällig. Und in der Oper heißt es von diesen berühmten Freikugeln, sechse Treffen, sieben Effen. Das heißt, es gibt immer eine Kugel, die man nicht kontrollieren kann, die eben sozusagen ausschert und die Unschuldige töten kann. Und genau das erzählt im Grunde dieses Stück. Alles läuft im Grunde darauf zu, dass Max in seiner Verzweiflung diesen Pakt mit dem Teufel eingeht und im Grunde alles darauf hinausläuft, dass dieser Probeschuss außer Kontrolle gerät. Die Märchenerzählung, die dieser Oper zugrunde liegt, endet denn auch damit, dass Max Agathe
erschießt. Er schießt also diese Kugel sozusagen, er kann sie nicht kontrollieren und sie landet in der Stirn von seiner Braut und er wird wahnsinnig und die Eltern dieses Mädchens sterben aus Verzweiflung, aus Kummer. So endet die Vorlage dieser Oper und die Autoren der Oper haben aber dieses Ende umgebogen und sie haben versucht im Grunde das eine Art Happy End zu ermöglichen und sie haben das getan, indem es eben eine Gegenkraft zu diesem schwarzen Jäger, wie er heißt, dem Teufel Samiel, eine Gegenkraft installiert wird, nämlich ein Eremit, der am Ende diesen Probeschuss auch annulliert, also dieses Ritual abschaffen möchte und um das Vertrauen wirbt dieser Menschen, nämlich eben sich darauf zu verlassen, dass solange sie eben sich persönlich nichts zu Schulden kommen lassen in ihrem Leben, dass sie dann auch nichts zu befürchten haben. Auch das sind ja Gedanken oder eine Argumentation, die uns nicht fremd ist. Unser eigenes Unbehagen eben auch der digitalen Überwachung beispielsweise gegenüber. Wir beruhigen uns dann immer mit dem Argument, ja, solange ich mir nichts zu Schulden kommen lasse, dann geraten diese Daten auch nicht in falsche Hände, dann kann mir eigentlich nichts passieren. So, das heißt, wir haben eigentlich relativ, relativ zwanglos diese Nähe dieses schauerromantischen Theaterspielwerks im Grunde zu unserer Gegenwart entdeckt. Und das prägt eben unsere Erzählweise und auch die visuelle Ästhetik, die eine sehr, sehr zeitgenössische ist, in der Nina von Mechow eben auch mit einer Art von mit Jugendkultur umgeht, mit Pop-Art, mit der Ästhetik von Videogames, die eine Rolle gespielt haben. Und ja, daraus hat sie so eine optische, wie ich finde, sehr, sehr reizvolle Collage entwickelt, die aber korrespondiert im Grunde mit dieser, bisschen mit diesem, dieser Gothic-Ästhetik, dieser Art von Schauerromantik, die natürlich auch immer mit diesem Kitzel und mit diesem Reiz dieser Bilder spielt. Also die Angst und Ängste spielen in der Tat eine große Rolle in dem Werk. Allein die Figur von Max ist getrieben von Angst, von Versagensängsten, dass er eben den Probeschuss nicht bestehen wird und dass ihm dann dass er dann Agathe auch nicht heiraten kann. Das ist natürlich auch eine Metapher für männliche Potenz, also auch Versagensängste auf dieser Ebene, auf sexuell-erotischer Ebene. Aber das ist nur ein Aspekt. Es geht auch um ein Versagen innerhalb dieser Gesellschaft, die einen unglaublichen Druck ausübt. Das ist etwas, was dieser Gesellschaft immanent ist, aber auch jedem einzelnen dieser Figuren immanent ist. Man duckt sich immer wieder, man hat Angst, beobachtet zu werden. Und von daher ist es, auch das hat Sergio schon gesagt, das ist wie auch eine Metapher für eine Zeit heute, für unsere Gegenwart, wo wir uns überwachter fühlen, denn je, obwohl wir in einer freien Gesellschaft leben und eigentlich alles tun können, aber wir wissen nicht, wie lange es noch dauern wird und wir mit unseren Daten, die wir über Kreditkarten oder über Handys, über unsere Navigationssysteme in Autos, wie dann mit denen umgegangen wird und ob wir dann auch chinesische Verhältnisse bei uns haben, wo jeder einzelne Bürger von oben überwacht wird. Ja, ich glaube, also der Eremit ist, er bringt eine neue Botschaft, wie ein neues Heil. Er erlöst diese Gesellschaft und natürlich auch Max
von einem ganz großen Druck. Es ist wie ein Paradigmenwechsel in einer Gesellschaftsordnung. Das Stück gibt keine Antwort am Ende. Es wirkt wie ein Happy End, aber es ist mit all dem, was passiert ist, was die Figuren durchlebt haben, die sind traumatisiert, nicht nur durch den Krieg, der vor dem Stück angefangen hat oder zu Ende gegangen ist, sondern das, was in diesem Stück passiert, mit in der Wolfsschlucht, was Max erleben musste, was Agathe will nur noch sterben. Sie sieht sich schon als Tote, sie glaubt gar nicht mehr an die Hochzeit, sie glaubt nicht an den Erfolg, an das Gewinnen von Max. Und dann soll das plötzlich doch alles so sein, wie es ursprünglich gewünscht war. Aber die Menschen stehen an einem ganz anderen Ort. Ja, ich glaube natürlich, wir sehen sehr deutlich die Rollenmuster des deutschen Biedermeier. Also einer sehr damals schon reaktionären Zeit, in der man versucht hat, alle positiven Errungenschaften auch der Französischen Revolution rückgängig zu machen. Zu denen gehörte ja auch die Befreiung der Frau. Das macht diese Oper sehr deutlich, dadurch, dass eben die Frauen im Grunde immer in einem Interieur gezeigt werden. Nicht? Sie sind verwiesen auf, man würde sagen, Kinder, Küche, Kirche, wie wir modern sagen. Also sie haben in dem Sinne keine gesellschaftlichen, staatsbürgerlichen Freiheiten. Das macht dieses Stück sehr, sehr deutlich. Und in gewisser Weise zeigen wir das auch in unserer Aufführung. Also es wird sehr deutlich, es gibt ein Försterhäuschen, in dem diese beiden Frauen, Agathe und ihre Verwandte, Ännchen, im Grunde nur warten können, was sozusagen in der Welt draußen von den Männern gewisserweise entschieden wird und wer sich durchsetzen kann. Also das ist dem Stück in gewisser Weise eingeschrieben. Aber natürlich, wir versuchen ja, unsere heutige Welt auch darzustellen. Und wir sind heute auch wieder mit sehr, sehr traditionellen, zunehmend traditionellen Rollenbildern, Familienbildern, Geschlechterbildern konfrontiert. Und insofern ist das, glaube ich, sehr spannend, wenn wir uns spiegeln in diesen Geschlechterrollen, wie sie in dieser Oper entworfen werden. Je crois que la fameuse Gorgelou, c'est vraiment c'est le lieu du refoulé de toute une société. Et donc, dans notre lecture, c'est notre savoir refoulé de toute cette technologie de ce contrôle digitalisé de notre existence. Dans notre vie normale, quotidienne, nous essayons de refouler tout notre doute et nos peurs. Man kann auch sagen, dass die Wolfsschlucht, also da, wo das Böse haust und wo man sich fast nicht hintraut, aber eben Max geht dann dahin, mit all diesen Monstern, die da hausen, alle Erscheinungen. Es ist ja nur eine Metapher eigentlich für nicht nur für das, was innerhalb einer Gesellschaft ist, sondern auch, was in jedem Menschen drin ist, das in der Seele. Es sind die Abgründe und die dunklen Seiten einer Seele von jedem Einzelnen. Also das ist auch Teil einer romantischen Sicht jener Zeit. Also das, sowohl die Musik als auch das Libretto. Ja, wir zeigen das ganze Spektrum an bewusstem und unbewusstem, an gelebtem und nicht gelebtem, an Sehnsüchten und Ängsten von allen Figuren, ja.